Irgendwann kommt ja auch das Kirby Open World daraus. Weiß noch nicht, ob ich jetzt mit Kimmy spielen werde. Kann ich, das weiß ich jetzt noch nicht. Das wird sich zeigen. Kimmy fragt mich momentan täglich, wann wir mal wieder ein Video machen. Aber momentan sträube ich mich dagegen. Da habe ich meine Gründe. Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück zu PVZ mit mir, eurem Whitey. Freunde, ich hoffe, ihr seid gesund und alle gut drauf. Jetzt habe ich mal wieder richtig Bock auf eine schöne Runde PVZ. Wir wollten ja auch die Platin-Trophäe machen. Uns fehlt nur noch eine Trophäe. Wir hatten es ja in den Livestream gespielt gehabt. Es fehlt nur noch, dass wir alle Charaktere auf Meister bekommen, was wirklich sehr, sehr zeitintensiv ist. Versuche ich irgendwie irgendwann noch hinzubekommen. Hab momentan sehr, sehr viele andere Projekte am Start, worüber ich heute mit euch reden möchte und eure Meinung dazu gerne in die Kommentare geschrieben hätte. Und ja, auch natürlich möchte ich euch heute sagen, was ich jetzt so demnächst vorhabe und wie der Plan hier auf YouTube bzw. auf Twitch ist und wie es dort weitergehen soll. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, Leute. Ja, ein Daumen nach oben wäre natürlich sehr, sehr nice. Würde auf jeden Fall das Video supporten, das Video helfen, den Kanal supporten. Leute, ne, macht es sehr, sehr gerne. Gebt ein Like und schreibt gerne einen Kommentar. Für den Algorithmus, ich habe es letzte Mal schon im Stream gesagt, es ist brutal, mittlerweile sehr, sehr wichtig. Die Likes, die Kommentare sind mittlerweile ausschlaggebend, wie deine Videos vorgeschlagen werden. Nicht nur bei meinen Abonnenten selber, sondern auch allgemein auf YouTube. Deswegen, Leute, ein Like, falls ihr mich supporten wollt, kostenlos supporten wollt, ein Like und ein Kommentar wäre bei jedem Video immer sehr hilfreich. Gehen wir mal rein, Leute, gehen wir mal rein. Starten wir mal Garden Warfare. Das heißt, wir haben nur die ersten Charaktere von damals, vom allerersten Spiel. Nehmen wir mal die Erbse. Okay, ja, toll. Sofort wieder hier im Eimer. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir auch sofort rein in die Themen. Und zwar, wie sieht es denn aus? Genau, momentane Projekte. Fangen wir mal direkt an auf Twitch. Viele wissen es ja, ich hoffe, dass die meisten wissen, viele wissen es nicht. Die bekommen es gar nicht erst mit, beziehungsweise haben es nicht mitbekommen. Wir streamen ja seit Monaten mittlerweile nur noch ausschließlich auf Twitch. Mehrmals die Woche, 5, 6, teilweise 7 Mal die Woche. Was ich sehr, sehr feiere, war alles ein bisschen weniger geworden, aber jetzt momentan, ja, kommt es auf jeden Fall wieder, was ich brutalst fühle. Deswegen vielen, vielen Dank an die Leute, die da immer zuschauen und mich da supporten. Deswegen, Leute, wer es noch nicht getan hat oder noch nicht weiß, schaut auf Twitch vorbei, lasst ein Follow da, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts, okay? Und falls ihr nicht benachrichtigt werdet, schaut auf unserem Discord-Server vorbei oder auf Instagram, denn dort werdet ihr immer benachrichtigt, immer wenn ein neues Video kommt oder wenn wir live gehen. Deswegen, Leute, da auf jeden Fall sehr, sehr gerne vorbeischauen. Alle Links, die, wo ich alles, worüber ich heute rede, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mehrmals die Woche streamen wir auf jeden Fall momentan sehr, sehr viel Mario Party Superstars, was ich persönlich und die Community sehr, sehr feiern. Die schwitzen da immer so hart mit rein, also die fiebern da richtig hart mit. Diese Woche sollte ich auch endlich wieder ans vernünftige Internet angeschlossen werden. Ich habe ja jetzt seit über einem Monat war ich jetzt beim habe ich jetzt Handy, also beziehungsweise Internet über LTE gehabt, was gut lief. Es lief wirklich gut, muss ich sagen. Also ich konnte damit besser streamen, als ich selbst bevor ich als ich bei Vodafone war. Soll ich aber am, ich glaube am 11. jetzt am 11. sollte ich richtig am Internet angeschlossen sein. Heißt, ab 11. können wir da auch endlich wieder Community Games machen. Das heißt, es wird ab 11. Mario Party Superstars mit euch zusammengeben, okay? So, dann geben wir mal die Sonnenblumati-Bombe, oh Gott. Genau, haben ja viele auch darauf gewartet, dass wir endlich Community-Games in Mario Party machen können. Das sollte dann halt, wie gesagt, ab dieser Woche sollte das Ganze dann halt vonstatten gehen. Und freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Hab ja mit dem einen oder anderen, zum Beispiel mit Rappi, habe ich auf jeden Fall eine kleine Wette am Laufen. Da geht es dann um Subs für den Channel. Schaut da dann auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gerne mal rein. Irgendwie sind hier nur KIs, kann das sein? Spielt das Spiel überhaupt nur einer? Ist kaum, ne? Also viele sind es hier nicht auf jeden Fall. Viele sind es auf jeden Fall nicht. Ja, auch eine KI. Auch eine KI. Gibt's doch gar nicht, ne? Nur KIs hier, ne? Traurig, oder? Spiel komplett tot, ne? Spiel anscheinend komplett tot, muss ich sagen. Schade. Ja, als es kostenlos war, hat es das nochmal so einen kleinen Hype gegeben, aber der Hype ist mittlerweile auch ausgehypt, würde ich sagen. Ne? Also kommende Projekte. Was steht an? Und zwar, GTA kommt am 11. raus. GTA Trilogie für PS5, PS4, Switch und Schlag mich tot. Da werden wir auf jeden Fall reingehen, Leute. Ja, in GTA, wir werden wahrscheinlich mit San Andreas anfangen. Ich habe selber persönlich noch nie gespielt, freue mich aber sehr darauf. Das Ganze im Livestream auf Twitch. Ab 11. soll es da losgehen. Sobald ich das Spiel dann halt gedownload habe, gehen wir dann halt auch rein. Ist ein Donnerstag, müssten wir dann halt so ab Nachmittag, ich denke mal ab 4 Uhr, 5 Uhr gehen wir dann halt dort live. Schaut sehr, sehr gerne rein, wenn ihr GTA-Fan seid und mich dort supporten wollt. Gerne Bock auf GTA, rein da auf jeden Fall, ne? Leute, jetzt ist ja auch endlich dieser Monat da, wo endlich die ganzen Games rauskommen. Ja, es wurde ja wirklich Zeit. Es wurde ja wirklich Zeit, dass endlich die ganzen
Games rauskommen. Pokémon. Diamant und Pearl, Leute. Pokémon Diamant und Pearl. Endlich. Wie lange haben wir drauf gewartet? Jetzt kommt endlich raus. Kommt am 19. raus. Und da gehen wir richtig rein, Leute. Ja, da pushen wir richtig rein. Sobald ich das Spiel habe, gehen wir auch live. Ja, ich habe es bei Nintendo angefragt. Ich hoffe, dass ich es von Nintendo bekomme. Falls ich es nicht bekomme, werde ich die Edition Pearl spielen. Bevor einer fragt, Edition Pearl werden wir auf jeden Fall spielen. Ja, wir gehen als erstes in die Story rein. Und wenn wir die Story durchgeballert haben, gehen wir natürlich rein und versuchen, den Pokédex voll zu machen. Beziehungsweise gehen natürlich voll auf Shiny Hunt. Freue ich mich sehr drauf. Und wird auf jeden Fall richtig, richtig episch werden. Ja, Pokémon Pearl, Pokémon Diamant für die Switch gehe ich auf jeden Fall steil, Leute. Dann kommt diesen Monat noch Landwirtschaftssimulator raus. Der Junge quatscht sich fester. Dann kommt diesen Monat noch Landwirtschaftssimulator raus, Leute. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Das Ganze werde ich wahrscheinlich auf PS5 spielen. Kommt, glaube ich, am 24., wenn ich es recht im Kopf habe. Habe ich persönlich noch nie mitgespielt, noch keine richtigen Berührungen mitgehabt. Aber ich bin offen für Neues, freue mich sehr darauf und hoffe, dass ihr da vielleicht auch Bock drauf habt. Deswegen schaut dann auch sehr, sehr gerne beim Landwirtschaftssimulator dabei, wenn ich als Farmer da auf jeden Fall reingehe. So, jetzt fragen sich natürlich einige, was ist hier mit YouTube? Ja, was kommt hier auf YouTube Neues an Videos und so weiter und so fort? Ich hatte ja Mario Party Superstars Videos hochgeladen. Ich persönlich fand diese Videos wirklich sehr, sehr gut, mega witzig. Leider kam es bei euch nicht wirklich kaum, fast gar nicht an. Also die Likes waren katastrophal, die Aufrufe waren katastrophal, was ich wirklich ohne Scheiß sehr, sehr schade fand und von daher dann für mich beschlossen habe, dass ich das nicht weitermache hier auf YouTube. Also nicht videomäßig. Das bringt nichts, okay? Wie ich das im Beitrag schon gesagt habe, den wahrscheinlich auch keiner gelesen hat, aber ist ein anderes Thema. So, moin moin, ich muss mal eben dazwischen grätschen, wo ich das Video jetzt gerade am Bearbeiten bin. Das klingt alles sehr negativ, soll es aber jetzt wirklich nicht so klingen, okay? Wie gesagt, da ist ein bisschen Frustration mit drin. Das Problem ist ganz einfach, warum ich gesagt habe, dass das wahrscheinlich auch wieder keiner gesehen hat, weil ich so irgendwie das Gefühl habe, dass meine Videos bei meinen Abonnenten, die mich abonniert haben, wirklich, dass die gar nicht mehr vorgeschlagen werden. Ja, bestes Beispiel ist, ich habe zum Beispiel ein Kochvideo hochgeladen, den Kürbis. Und da ist es so gewesen, dass ich mit meinem Ego-Whitey-Kanal, meinen Ego-Cooking-Kanal natürlich abonniert habe und dort auch die Glocke aktiviert habe und, und. Ich sollte eigentlich komplett benachrichtigt werden, wenn irgendwie was ist. Und selbst bis jetzt wurde mir immer noch nicht angezeigt, dass auf Ego Cooking zum Beispiel ein neues Kochvideo hochgeladen wurde, so auch für meinen Ego Whitey-Kanal. Versteht ihr, was ich meine? Mir werden Videos vorne vorgeschlagen, die mich überhaupt nicht jucken, aber die, wo ich abonniert habe, das wird mir nicht vorgeschlagen. So, und das meine ich damit, okay? Es klingt ein bisschen negativ oder ein bisschen frustrierend, was es natürlich durchaus ist, aber es soll nicht so rüberkommen, okay? Damit das einmal kurz verstanden ist. Genau, dann kommen wir jetzt auch so direkt mal zu YouTube Shorts beziehungsweise zu TikTok Shorts. Ich habe ja angefangen, auf TikTok und auf YouTube Shorts hochzuladen, auf TikTok mehr als auf YouTube. Wird sich jetzt aber auch ändern, jetzt wird beides gleich kommen. Die Shorts kommen ganz gut an, auf TikTok gerade ungemein, also da ging ein Video, ging da komplett viral. Das hat jetzt binnen keiner Woche 60.000 Aufrufe gehabt. Das hat auch sehr, sehr viele Leute einfach wieder zurück hier auf den Kanal gebracht. Das muss man auch mal so sagen, das ist einfach zu wild gewesen. Das hat einfach Leute, die jahrelang weg waren, hat das wieder zurück auf den Kanal gebracht. Also das ist einfach zu wild gewesen. Die ganzen Kommentare da, die waren einfach so liebe gewesen. Ich weiß nicht, ob mir welche von euch auf TikTok folgen. Jedenfalls ist ein Video halbwegs viral gegangen. Das hat jetzt innerhalb von 1,5 Tagen über 20.000 Aufrufe. Ne? So mehr oder weniger. Und ihr lest euch mal die Kommentare durch. Lest euch einfach mal die Kommentare unter den letzten Videos komplett durch. Es ist zu wild. Jeder Kommentar, ne? Alter, ich habe dich früher bei Skylanders geschaut. Deine Lego Dimensions Videos habe ich so gefeiert. Deine Disney Infinity Videos, boah, die Skylander Videos, Digi, du warst meine Kindheit, vielen, vielen Dank, du hast meine Kindheit verändert und. Alter, ohne Scheiß, ich hab fast geheult, ich sag's so wirklich, wie das ist. Ich hab fast geheult. Ich saß da gestern Abend, lese mir das durch, ich denk so, Alter, das gibt's doch gar nicht. Überleg mal, die haben mich dann damals geguckt, ne, bis Skylanders und so, bis Lego Dimensions, ne, dann haben die mich aus den Augen verloren und dann sehen sie mich nach 5 Jahren irgendwie so wieder oder so, wisst ihr, wie ich meine? Es ist zu wild. Ich saß da gestern Abend, ne, und Alter, ich hab fast geheult. Es ist zu wild. Echt. Dass Leute mich nach so einer langen Zeit, freut mich natürlich ungemein, muss ich sagen, also feiere ich total.
und hoffe, dass die Leute dann jetzt auch wieder ein bisschen mehr am Start sind. Vielleicht mehr bei den Streams, da waren auf jeden Fall einige wieder dabei. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr, dass mich einige auf jeden Fall wiedergefunden haben. Das geht auf jeden Fall ab, muss ich sagen, genau. Wie gesagt, TikTok, YouTube Shorts kommen halt die Videos, das Best-of, muss ich sagen. So, die Best-ofs kommen da. Beziehungsweise so Best-of-Shorts aus den Livestreams. Das läuft wirklich super gut. Und das wird jeden Tag gemacht. Also da kommt jeden Tag kommt ein Short auf TikTok. Und ab sofort wird es auch jeden Tag ein Short auf YouTube geben. Ob es immer dieselben sind, weiß ich nicht. Ich versuche immer einen da und dann irgendwann zwei, drei Tage später, den, der auf TikTok war, dann auf YouTube hochzuladen, um ein bisschen eine Alternative reinzubringen. Wenn ich beides einfach auf dasselbe hochlade, weiß nicht, ob das so viel bringt. Ja, also ich versuche den Kanal jetzt. Ich weiß nicht, ob es viel bringt, aber Shorts ist halt mittlerweile, ja, die Macht irgendwie, habe ich das Gefühl. Genau, GTA habe ich ja gerade gesagt. Zu Pokémon werde ich auch Videos hochladen auf YouTube. Wahrscheinlich dann aus dem Livestream dann Sachen hochladen. Wenn sie bei euch ankommt, wenn ihr sie euch anschaut, wenn die Likes und so weiter stimmen, dann geht es natürlich da weiter. Wenn da aber auch nichts kommt, wirklich nichts wiederkommt, dann hat das im Großen und Ganzen natürlich auch keinen Sinn, wie gerade schon bei GTA gesagt, ist klar. Wer Twitch zum Beispiel, warum auch immer, nicht verfolgen kann, ist gar kein Problem. Ich habe einen neuen Kanal aufgemacht, der heißt Ultra Ego. Davon erfahrt ihr jetzt. Ich hatte das mal ganz kurz angeteasert, hat aber wahrscheinlich auch wieder gar kein Mensch wieder mitbekommen. Der heißt Ultra Ego und dort werden ausschließlich die Twitch-Livestreams hochgeladen. Also wenn ich abends streame, dann sollte der spätestens ein, zwei Tage, nachdem der Stream war, sollte der auf YouTube hochgeladen sein. Wie gesagt, der ist einfach nur dafür da, damit da die Streams oben sind. Ich will die nicht auf Ego Whitey hochladen. Von daher, wer Interesse an die Livestreams hat oder es vielleicht verpasst hat, kann sich gerne bei Ultra Ego ein Abo dalassen. Und kann sehr, sehr gerne sich dort die Livestreams halt nachträglich anschauen. Ego Cooking läuft jetzt auch wieder an. Kam jetzt schon in den letzten zwei Videos. Da will ich auch wieder auf jeden Fall jede Woche ein Video machen. Ich will ein bisschen mehr in die Homepage investieren. Ich weiß, es ist momentan wieder sehr, sehr viel, was ich mir vornehme. Und ich hoffe, dass ich das auch alles unterbekomme. Habe ich mit meinem Bruder auch schon drüber geredet. Es ist sehr, 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 sehr viel. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das alles unter einem Hut bekomme. Das Ganze mache ich natürlich, wie gesagt, alles alleine. Dazu kommt noch Instagram. Wie gesagt, ich mache es alles alleine und hoffe, dass ich das im Großen und Ganzen alles unterbekomme. Momentan habe ich mir einen guten Plan gemacht, wann ich was wie vorgehe. Und momentan komme ich da ganz gut mit dran. Wie gesagt, Ego Cooking läuft auch wieder. Versuche ich auch wieder jetzt nochmal Vollgas zu geben. Und dass wir da auf jeden Fall nochmal den ein oder anderen Durchstarter bekommen. Wie gesagt, wer Bock auf Essen hat, sehr, sehr gerne auf Ego Cooking auf dem YouTube-Kanal als auch auf der Homepage egocooking.de vorbeischauen. Also, so sieht es auf jeden Fall aus, Leute. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch irgendwas davon interessiert hat, ja, schaut es euch sehr, sehr gerne an. Würde mich freuen über den Support. Und schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, auf was ihr euch freut. Im Dezember kommt ja auch noch das ein oder andere Spiel raus, was wir dann auf jeden Fall in Angriff nehmen werden auf Twitch und dann gegebenenfalls auch auf YouTube. Irgendwann kommt ja auch das Kirby Open World da raus. Weiß noch nicht, ob ich jetzt mit Kimi spielen werde. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das wird sich zeigen. Kimi fragt mich momentan täglich, wann wir mal wieder ein Video machen. Aber momentan sträube ich mich dagegen. Da habe ich meine Gründe, die ich jetzt nicht nennen möchte. Aber gegebenenfalls, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Wird sich zeigen. Ne? Genau. Okay. In dem Sinne, Leute, ne, war es das von mir. Jetzt habe ich euch ein bisschen vollgequatscht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm gewesen. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu bitte in die Kommentare und freue mich auf euer Feedback. Wir sehen uns auf den anderen Kanälen. Auf Twitch, auf Ego Cooking, auf TikTok, auf Instagram. Ganz egal wo, Leute, auf Discord. Pusht euch rein. Alles Gute und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao, ciao.